Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute für den Skyline Next Generation neue Sonnenblenden. Könnt ihr ja schon gut erkennen und die zeige ich euch jetzt mal. Jetzt müssen wir erstmal einen Spiegel wegbauen, weil sonst geht's nicht. Ne? Fangen wir mal an. Es gibt verschiedene Chrom lackiert und wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Das wäre jetzt hier die Chrom-Variante. Gibt es dann auch in dem Fall lackiert. So wie der LKW halt die Farbe hat, logisch. Ne? Und dann. Und natürlich auch hier nicht zu vergessen, ne? Orange, dann hier weiß, orange, ach nein, gibt es noch weiß, orange und rot gibt es natürlich auch noch, aber dann in Chrom und dann hier nochmal in lackierte Variante oder halt dann weiß, ne? Was im vorderen Bereich mehr Sinn macht, aber das könnt ihr euch ja dann selber raussuchen, wie und was ihr wollt. Also einmal in Chrom. In allen Farben, also Orange, Rot und Weiß und das gleiche in der lackierten Variante nochmal hier. Und ja, wie das jetzt aussieht, das schauen wir uns natürlich gleich an. Hier sieht man es nochmal ganz schön in dem Bereich. Wir können es mal hier nochmal Stopp in Chrom auswählen. Das sieht dann so aus, aber das würde ich nicht machen, weil es sieht für innen auch schon doof aus. Aber ich lasse es jetzt mal hier so lackiert und mit weißen Lampen. Und dann schauen wir uns das mal an, wie das dann aussieht. So, jetzt schauen wir uns mal kurz den Lichttest an, wie es jetzt aussieht. Also es wäre jetzt hier mal mit den weißen Lampen. Ne? Sieht auf alle Fälle so aus. Von Weitem her ganz schick. Und weil wir jetzt hier gerade beim auf der Garage noch sind, testen wir nochmal gleich die anderen Farben. Finde ich dann gar nicht so schlecht. Dann einmal hier nehmen wir mal die roten. Gehen wir nochmal raus. Das wäre dann jetzt rot, aber passt halt für vorne halt einfach, finde ich nicht. Das sieht doof aus irgendwie, oder? Ist natürlich alles Geschmackssache, aber naja, ich weiß nicht, mein Fall wäre es jetzt nicht. Aber rot passt irgendwie nicht, das ist mir too much. Aber es ist halt hier einfach nur mal mit dabei und könnt ihr euch ja dann selber aussuchen. Ich habe gesagt, das ist ja Geschmackssache, jetzt nehmen wir noch Orange, ja, schauen wir, wie das aussieht. Ja, Orange geht dann ja dann noch, ne? Aber weiß, würde ich sagen, passt jetzt hier einfach mehr dazu. Aber es ist, wie schon gesagt, alles Geschmackssache. Ja, habt ihr hier noch Fragen dazu? Weil mehr ist es auch nicht. Habt ihr alles gesehen, was mit dabei ist? Falls ihr noch Fragen habt, dürft ihr das gerne machen. Entweder hier oder im SCS-Forum, klar, ne? Ansonsten will man Däumling da lassen und ja, vielleicht noch einen Kanal abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Und ansonsten viel Spaß mit dieser Sonnenblende in naja, dreierlei Varianten. Chrom, lackiert und weiß, orange und roter mit roten Lampen. Ne? Gut, in diesem Sinn viel Spaß damit. Macht's gut, bis bald und tschüss.